Hallo, meine lieben Freunde und Follower meines Kanals. Falls sich jemand darüber wundert, warum ich immer so ein Gesicht ziehe, wenn ich das ansage, ich kopiere diesen Spruch ja nur von anderen YouTubern, die doch ganz nett sind, aber ich finde es immer ganz witzig, das so zu sagen. Whatever, das ist ja auch nicht Thema der Sache. Merkel zerstört Deutschland, ich habe es ja schon seit Ewigkeiten immer gesagt, die Frau ist dement oder beeinflusst, unter Drogen, was auch immer sie sein mag, wahrscheinlich aber eher eine Alterserscheinung. So, während Frankreich seit heute, Emmanuel Macron, französischer Präsident, hat es ja bekannt gegeben, Frankreich kehrt ab nun zurück zur alten französischen Lebensart, so Zitat. Während Herr Macron sagt, lasst uns frei sein, lasst uns zurückkehren zu dem, was wir mal waren. Wir können uns diesen Nonsens nicht länger antun, der sich da Corona nennt. Währenddessen versucht diese Gottkanzlerin, oder ich nenne sie mal Hitler II, Frau Hitler, wie auch immer man diese Diktatorin nennen mag, Merkel, weiterhin die Deutschen einzusperren. Schade für die Deutschen, die in Deutschland leben und sich einsperren lassen. Ich lasse mich nicht einsperren und werde mich auch nicht mehr einsperren lassen, denn dann lasse ich mich lieber in Westafrika einsperren. Glaubt mir, da lebt man immer noch besser als in diesem Großgefängnis Deutschland. Wie auch immer, es wird mich hier keiner einsperren, zumindest nicht, weil ich diese menschenverachtende Politik von Frau Merkel kritisiere. Und das tue ich sehr gerne, denn ich darf es. Das ist meine Meinungsäußerung und Freiheit der Meinung ist hier noch erlaubt. Menschenrecht, Grundrecht, Dinge, die in Deutschland längst abgeschafft sind. Kommen wir zum Thema. Also, während Frankreich öffnet, schließt Deutschland. Mit drakonischen Regeln, nicht nachvollziehbar und eines Irrengeistes entspringend, werden die Deutschen weiter eingesperrt und ernten den vollen Hass dieser Menschenhasserin Merkel und ihrer Schergen, welche, sagen wir mal, mit den damaligen Kommandateuren der SS, der Waffen-SS, gleichzusetzen sind. Sei es Spahn, sei es der Dr. Mengele II, der sich da, wie nennt er sich noch, dieser Vogel, dieser Kasperkopf, dieser, ihr wisst schon, der Schlumpf von der SPD. Lauterbach, ja. Das ist doch auch so ein Mengele. Na, wie auch immer. Es tut mir leid um das schöne Deutschland und jede Woche Hiobsbotschaften aus dem Großkonzentrationslager Deutschland. Schade drum. Eine zerstörte Wirtschaft, zerstörte Existenzen, Kinder, die in Gefangenschaft aufwachsen. Das ist Deutschland heute. Und da muss ich sagen, meine Güte, bin ich froh, dass ich nicht in diesem Irrenhaus leben muss. Forderungen seitens der Bundesregierung, der absolute Zusammenbruch unseres Rechtsstaates, denn man muss ja mal sagen, Deutschland, das unter Größen wie Adenauer und Schmidt erst zu dem wurde, was es mal war, ein Rechtsstaat, ein Staat der Demokratie, all das, was Merkel zerstört hat, all das, was diese sagen wir mal, geistig nicht mehr ganz zurechnungsfähige Frau bereits an Deutschland zerstört hat. All das, all die Werte, für die man als Deutscher mal eingestanden hat. Es ist traurig, das zu sehen. Ja, ich mache mir hier zwar keinem Ärger Luft, ich sage nur immer, es tut mir leid, wenn ich das sehe, was so aus den Menschen in Deutschland wird. Ich habe noch ein anderes Video vorbereitet, das werde ich separat von diesem hier hochladen, denn es betrifft meinem dicken fetten Kumpel ist es eigentlich nicht, weil ich vertrete seine Meinung auch nur teilweise. Rechtsanwaltskanzlei Wildeburger und Solmecke aus Köln wohl, Medienrechtler, keine Ahnung. Da gibt es immer so einen Herrn, der nennt sich Christian Solmecke. Und der Mann, der ist zwar manchmal ganz angenehm, aber er hat ein Rechtsverständnis, sagen wir mal, dem die Hälfte fehlt. Ich bin kein Rechtsanwalt, zumindest kein ausgebildeter Rechtsanwalt und ich bin auch kein Rechtswissenschaftler. Dennoch verstehe ich das deutsche Recht ein bisschen besser als dieser Mann. Zumal
er ja immer den Deutschen auch gerne droht oder seinen YouTube-Zuschauer warnt vor Dingen, die einfach Nonsens sind. Ich möchte doch mal sagen, hier noch mal kurz angeschnitten, wir haben ihn ja, also meine Organisation hat ihn vor einiger Zeit mal gefragt, was ist eigentlich, wenn ich regierungskritisch bin, aber nicht in Deutschland lebe? Viele Gesetze, nein, alle deutschen Gesetze betreffen mich dann auch nicht. Da hat er ganz schnell klein Bein gegeben und so getan, als würde er das nicht beantworten können, womit man sieht, wie befangen dieser Herr Christian Solmecke ist. Schade drum. Aber dazu mehr in einem anderen Video kommt. Ja, ich wünsche allen erstmal ein schönes Wochenende. Ich kann immer nur wieder aufrufen dazu, wer kann, verlasst Deutschland. Dieses Land ist in eine neue Diktatur gestürzt worden, ohne dass die Deutschen es überhaupt mitbekommen. Und wie gesagt, während andere europäische Länder öffnen und dem Corona-Spuk ein Ende setzen, nutzt Frau Merkel es, um ihren Menschenhass freien Lauf zu lassen. Es wird ein böses Erwachen geben für die Bevölkerung in Deutschland. Und ich kann nur sagen, ich bin unendlich dankbar, dass ich nicht in diesem Großgefängnis sitzen muss. Meine lieben Freunde, bleibt trotzdem stark, wachsam und gesund. Mehr oder weniger. Denn der Virus wird keinen umbringen. Aber das, was die Politik daraus macht, wird noch viele Opfer fordern in den Jahren, die da kommen werden. Bis dahin. Dankeschön.